Mo. Und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Lilly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verbringst du nicht. Disney's kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. In Disney's kurze Pause. Meine Damen, dürfte ich den Grund für euren akustisch noch sehr belastenden Ausbruch eruieren? Wir gehen aufs Konzert! Wir gehen aufs Konzert! Ah! Ein Konzert? Aha, was wird denn gespielt? Bach, Beethoven, Mozart? Nein, Luca! Oh, handelt es sich hierbei um einen berühmten Pianisten, einen exzellenten Violinisten? Also echt, Ebi, dass du den nicht kennst. Luca ist der absolut coolste und angesagteste, Popstar! Genau, Popstar! Wir gehen aufs Konzert! Ah! Ein schnöder Popstar ist die Quelle dieses Orkans? Meine Lieben, ich bin entsetzt angesichts eures Fables für das Oberflächliche. Ich würde ja so gerne mit ihm befreundet sein. Ach, mir würde es schon reichen, jemanden zu kennen, der mit ihm befreundet ist. Das wäre ja dann wohl ich. Oh, er ist so süß. Und ihr geht aufs Konzert. Ah! Eines Tages, wenn ich den Nobelpreis bekommen habe, dann wird Katharina auch in solch ekstatische Verzückung geraten. Oder? Alle Mädelsflipper, alle Mädels waren da. Wo? Gestern auf deiner Party? Oh Mann, ich hatte Hausarrest. Kein Mensch war auf meiner Party. Die waren alle auf dem Konzert von diesem Luca. Echt jetzt? Hast du Konkurrenz bekommen, nicht wahr? Was ist denn mit Julia los? Macht sie das nicht immer, wenn sie dich sieht? Danke, Mann. Ich habe fast vergessen, wozu Freunde da sind. Klar, doch. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass der Typ wieder weg ist. Zum Glück kommt Popstars nur einmal im Jahr, um Konzert zu geben. Wow, bei der nächsten Party schaust du halt den Veranstaltungskalender. Kann doch nicht so schwer sein. Was soll ich denn wissen, dass sie alle so abfahren auf diesen Luca? Das war jetzt aber nicht wegen mir. Also irgendwas stimmt doch heute nicht. Sag mal, Tonne, hast du eine Ahnung, warum die Mädels so durchdrehen? Ja, das doch wegen diesem Popstar, ihr wisst schon. Luca. Oh Mann, ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass dieser Luca wieder weg ist. Kann ich endlich wieder eine Party schmeißen, bei der auch Mädels auftauchen. Ich muss dir was sagen. Luca ist nicht weg, der bleibt noch länger. Gibt der etwa noch ein Konzert, oder wie? Nein, aber der ist doch jetzt in unserer Schule und in unserer Klasse. Nein! Doch, und heute wird entschieden, wer neben ihm sitzt. Luca! Oh, sag jetzt nichts. Luca. Julia hat gesagt, sie will neben ihm sitzen. Wenn das stimmt, wird sie mich für immer ignorieren. Und jetzt, Flipper, erklär mir doch mal bitte was daran Neues. Ich bin noch viel schlimmer dran als du. Ich werde nie wieder eine Party schmeißen können. Naja, wenn Luca dein Freund wird, dann schon. Hey, Tonne, super Idee. Danke. Wie? Ich hatte eine Idee. Welche denn? Na, passt mal auf. Wenn eins der Mädchen neben dem Typen hockt, sind wir für immer abgemeldet. Wenn es aber einer von uns ist, dann reißen sich die Mädels um uns, weil er unser Freund ist. Klar soweit? Also, ich habe da auch schon einen ganz genauen Plan. Hey, Jungs, wir überlegen schon den ganzen Morgen, wer wohl neben Luca sitzen wird. Luca! Wenn ich neben ihm sitze, werde ich ihn bitten, mich als Background-Sängerin zu engagieren. Und ich werde ihn bitten, mich zu heiraten. Er ist so süß! Mädels, mal ganz ehrlich, wenn ihr so eine Showform abzieht, dann wird da nie was draus. Was weißt du denn schon? Na, denk doch mal nach, dieser Luca ist auch nur ganz normaler Junge, so wie wir. So wie ihr? Was Flipper damit meint, ist, dass er ganz normal behandelt werden will, so ohne Star-Rummel. Was soll er denn von euch denken, wenn er die ganze Zeit nur rumkreischt? Ja, und wie fühlt er sich erst, wenn er in die Schule kommt und jeder hat seine Visage auf dem Shirt? Oder? Ich glaube, die Jungs haben recht. Dann müssen wir ab sofort auf cool und zurückhaltend machen und uns umziehen. Na, geht doch. Achtung, es geht los! Verehrteste Mitschülerinnen und Mitschülerinnen, ich habe die große Ehre, euch unseren neuen Klassenkameraden vorzustellen. Dies ist Luca. Hi.
gute Manieren sind wohl heutzutage etwas in Vergessenheit. Ich meine, sonst sind Sie... naja, eigentlich sind Sie meistens... Silenzio! Der Direktor hat mich damit beauftragt, die Sitzordnung zu koordinieren. Wer also möchte neben Luca sitzen? Niemand? Nun gut, dann werde ich wohl... Ich meine, ich bin überhaupt gar nicht begeistert, dass Luca ein Popstar ist. Hey Flipper, wenn das mal nicht unser Lieblingsmusiker ist. Ja, glaub ich denn? Luca, ich hab all seine Alben. Er hat erst eins rausgebracht. Ja, sag ich doch, sein eines Album. Luca, ich bin dein größter Fan. Darf ich neben dir sitzen? Oder ich bin der coolste Typ in der Schule. Oder ich kann am besten von allen... Ihr habt uns reingelegt, damit wir uns blamieren. Hey, komm, lass mich bitte auch mal was sagen, okay? Ihr habt alle recht. Ich bin ein Popstar. Aber ich möchte, dass ihr mich alle ganz normal behandelt. Ich habe mich entschieden, neben Eberhard zu sitzen. Eberhard hat als einziger mein Dasein als Weltstar ignoriert und mir das Gefühl gegeben, einer von euch zu sein. Danke dafür, Eberhard. So, und wer will jetzt ein Autogramm haben? Strebi. Ich darf dich doch Strebi nennen, wie alle anderen hier. Aber selbstredend, mein Guter, wenn du dich dadurch integriert fühlst in unsere bescheidene Gemeinschaft. Ich finde es wirklich toll, dass sich mein Ruhm gar nicht beeindruckt. Die artifizielle Glitzerwelt der Stars erregte mein Interesse niemals, auch nur peripher. Weiß ich doch um die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit irdischen Ruhmes. Ich weiß zwar nicht so genau, was du da sagst, aber ich finde es gut, dass du nicht versuchst, irgendeinen Vorteil aus unserer Freundschaft zu ziehen. Niemals käme mir eine dergestalt in Niedertracht auch nur in den Sinn, dich auszunutzen. Sagtest du gerade Freundschaft? Ja klar, Stevie. Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Und nun bitte ein Erinnerungsfoto an diesen historischen Moment. Aber Strebe, du hast doch gerade... Glaube mir, es ist für einen guten Zweck. Katharina, meine Beste, wo bist du denn? Ich bin mit einem Popstar befreundet. Darf ich nun hoffen? Popstar, ihr wisst schon. Danke, ich hab fast vergessen, wozu Freunde da sind. Ich hab's noch viel schlimmer. Ich bin noch viel schlimmer. Ich hab's noch viel schlimmer.